Afrika. Märkte der Zukunft. Der Handel zwischen afrikanischen Staaten ist vergleichsweise gering. Er beträgt nur ca. 16% des gesamten Handels. In Europa dagegen macht der Binnenhandel rund 61% aus. Die Gründe dafür? Schlechte Transportinfrastruktur, hohe Kosten, viel Bürokratie und komplexe Zollformalitäten. Eine Warensendung auf dem Landweg von Accra nach Lagos kostet mehr als die Verschiffung von Rotterdam nach Westafrika. Das soll sich ändern. Am 1. Januar 2021 fiel der Startschuss für die afrikanische Freihandelszone. Sind alle 54 Länder beigetreten, umfasst diese 1,4 Milliarden Menschen und erwirtschaftet ein Bruttoinlandsprodukt von mehr als 2,9 Billionen US-Dollar. Das soll den innerafrikanischen Handel steigern, die Industrialisierung weiter vorantreiben und regionale Wertschöpfungsketten aufbauen. Die neue afrikanische Freihandelszone, die den Abbau von etwa 90% der Zöllen vorsieht, birgt natürlich großes Potenzial. Es ist auch bereits seit Anfang dieses Jahres möglich, unter der neuen Freihandelszone zu handeln. Zudem muss auch die Diversifizierung der Wirtschaft und der industrielle Aufbau in den Ländern vorangetrieben werden. Langfristiges Ziel ist eine kontinentale Zollunion mit freiem Verkehr von Waren, Dienstleistungen und Personen. Harmonisierte Zollvorschriften und Normen sowie eine verbesserte Infrastruktur sparen Zeit und Kosten. Deutsche Unternehmen werden davon profitieren, dass sie durch den Abbau von Zöllen und anderen Handelshemmnissen durch dieses Freihandelsabkommen praktisch aus einem Standort oder aus einigen wenigen Standorten den ganzen Kontinent bedienen können. Let's do business in Africa. Africa Business Guide.